So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur fünften Folge von Minecraft Novus. Und wir machen heute den Rest der To-Do-Liste und ich will die morgige Folge dann wieder mit jemand anderem aufnehmen. Und denkt dran, jetzt ist bald der Livestream, am Wochenende habe ich ihn angekündigt, mit John erstmal auf den Server. Ganz oben auf der To-Do-Liste muss jetzt Essen stehen, weil ich habe absolut fast gar nichts mehr. Und deswegen werde ich mich dem sofort widmen. Oh nein, wir haben Nacht. Aber ich bin alleine auf dem Server, das heißt, ich kann sofort schlafen gehen, wenn mich nicht sofort irgendein Monster anspringt. Was, glaube ich, funktioniert hat. Jawohl, sieht gut aus. Gut, ich glaube, ich werde in Richtung Revis Grundstück laufen, beziehungsweise hier in der Nähe habe ich auch noch ein paar. Aber ich glaube... Wo willst du in die Smeltery ran? Du bist doch sicher in die Smeltery ran. In der Smeltery ist aber kein Erz drin gerade, warte mal. Natürlich blöd. Dann bringt mir das nichts, ne? Dann muss ich halt leider regulär töten. Das können wir dann später vielleicht machen, Leute. Oh Gott. Der ist halt richtig zäh. Ja, der ist halt richtig zäh, der Junge. So. Dann müssen wir in die Smeltery irgendwas reinpacken. Warte mal kurz, bevor ich weggehe, mache ich das nämlich noch kurz und baller ich nochmal hier das Gold rein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt alles... Es wird nicht schmelzen wahrscheinlich, weil ich nicht genug Lava habe. Aber es ist erstmal unwichtig. Wir müssen uns sofort auf den Weg machen. Da ist noch ein Goldblock fertig übrigens. Ist mir gerade aufgefallen. Es ist so heiß heute in der Wohnung. Heute ist der erste Tag, wo es wirklich extrem heiß ist. Wir haben heute 36 Grad in Wien. Die Sonne geht gerade unter und ich habe gewartet bis zum Sonnenuntergang eben, weil ich mir dachte, es ist vielleicht kühler. Denkst du? Es ist so heiß hier drin gerade. Und ich kann auch nicht mal das Fenster aufmachen, wie ich das bei anderen Aufnahmen gemacht habe. Weil das einfach gerade so der Fall ist, dass seit 4 Stunden oder sowas von irgendeinem Typen die Alarmanlage von seinem Auto die ganze Zeit brennt. Alles, was ich höre, wenn ich die... Oh Leute, was ist das hier? Hier ist eine riesen Farm. Alles, was ich höre, wenn ich aufmache, ist... Es ist furchtbar. Deswegen habe ich gerade alles dicht gemacht. Ich glaube, das ist die beste Soundqualität, die ich gerade rausholen kann. Wenn ich alles mit diesem Schaum verkleidet habe und die restliche leere Wand da drüben, ist noch eine komplett leere Wand, verkleidet habe, mit Bildern oder was weiß ich, was ich dahin mache, dann ist, glaube ich, die Audioqualität top-notch. Aber jetzt ist die schon ziemlich gut, glaube ich. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob das jetzt schon echt gut ist oder, ja, wie es halt im Vergleich zu meinem alten Zimmer war. Aber ich glaube generell die... Oh, hi, Sinus. Hey. Grüß dich. Ich muss gerade Essen farmen jetzt und dann muss ich mich aber auch beeilen. Das heißt, ich kann da jetzt nicht irgendwie was machen. Oh, da ist jemand gestorben. Dena TV. Ach, Dena ist tot? Hit the ground too hard. An Tag 4000. Man kann aber jetzt, glaube ich, nicht sehen, welcher Tag heute ist. Also gerade oder wie auch immer. Aber... RIP Dena. Tag 4000 damals schon. Da sieht man, wie lange die Vorbereitung von dem Server gedauert hat. Bis das ganze Projekt dann lief im Endeffekt. War doch schon eine ganze Zeit. Muss man sagen. So, ich nehme mal die ganzen Chicken hier mit, das sind nämlich echt viele. Ich weiß nicht, ob mir die Federn dann später nützlich werden können. Es ist so verdammt heiß, Leute, ich sage euch das. Es ist so verdammt heiß. Aber ich gönne mir die ganzen Chicken hier einfach. Einfach nur wegen dem Essen, das ist halt Reason number one, muss ich sagen. So. Und dann muss ich gleich auch nochmal auschecken, wie es dann jetzt mit dem Ding lief. Ach, ziehen wir uns wieder weg, okay. Aha, hat anscheinend nur was ausgecheckt, oder wie? Das ist ein Blue Slime. Drop ein Slimeball. Nein, warum droppst du denn kein Slimeball, mein Freund? Ich hätte dich gebraucht, den Slimeball. Dich nicht, den Slimeball hätte ich gebraucht. Oh Leute, hier sind richtig viele Schweine unten. Was ist das denn? Das ist die Tierhöhle hier. Ich dachte mir schon, dass hier bei Revi wahrscheinlich noch ein paar Viecher sein werden. Deswegen bin ich hierher gekommen. Weil ich habe die gesehen in der ersten Folge auf der Minimap, wie ich am Start war. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin jetzt noch? Da sind noch 2 Schweine, die nehme ich noch mit. Ich glaube, dann habe ich genug fürs Erste. Ist ja doch schon eine Menge Chicken auch noch dabei gewesen. Darf man natürlich nicht vergessen. 16, 14... Und ich habe noch da eines. Das ist, glaube ich, für den Anfang genug. Begeben wir uns schnell zurück, weil wir haben, wie gesagt, einen strikten Zeitplan. Sind jetzt 4 Minuten in der Folge und haben Essen geklärt. Das heißt, das erste kann ich rein theoretisch streichen. Ich weiß, ich wollte, dass ich irgendwie sowas einblende. Ich mache das vielleicht die Folge mal experimentell. Also, dass ich so einblende, so eine To-Do-List, wie ich das halt immer mache für die Folge. Das habe ich, glaube ich, mal bei Skytech gemacht, wer das noch damals kennt. Und das kann ich ja gerne wieder machen, wenn euch das gefällt, wenn euch das interessiert, wie auch immer, ne? Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich super freuen. Und generell, wenn euch das Projekt gefällt, lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Diesmal sage ich es auch mal früher und nicht am Ende der Folge, weil ein Daumen hoch hilft halt echt viel. Ich will nicht um Likes betteln oder sowas. Wenn es euch halt gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn es nicht gefällt, dann lasst einen Daumen runter da. Aber dann würde mich natürlich ein Kommentar freuen. Auch bei Daumen hoch natürlich gerne. Könnt ihr schreiben, ja, mir hat das Video gefallen, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß immer noch nicht, was mit diesen Standbildern ist. Ich habe eure Kommentare noch nicht lesen können. What the fuck? Lol? Das ist richtig broke. Dasselbe ist anscheinend hier passiert irgendwie. Da war ein Chunk. Da war einfach der ganze Chunk nicht geladen, glaube ich. Aber ich habe ja noch ein bisschen mehr Kohle mitgenommen, also ist ja kein Problem. Machen wir da nochmal 2 Kohle rein. Da nochmal eine hinterher. Dann kann ich da nochmal das Deck ranhauen zum Beispiel. Dann machen wir hier mal das rein. 4 einfach so. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Ah, da brauche ich nur eine noch. Okay, whatever.
So, und hier unten dann noch die zwei rein. Das sollte dann passen fürs Erste. Alles am Braten diesmal, jetzt funktioniert es. Okay, super. Das heißt, wir haben die Bricks dann gleich fertig, die ich brauche. Der Sand steht ja sowieso. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, glaube ich. Also, was meine Stirn glänzt, das ist echt Schweiß diesmal. Und das ist nicht die Belichtung. An der liegt es nicht, aber es ist verdammt heiß heute. Muss ich ehrlich zugeben. Hatte ich so nicht erwartet. So, dann können wir den Kram mal kurz wieder wegräumen. Was ich mir jetzt mache, ist eine Iron Pickaxe. Habe ich vier? Nee, habe ich nicht. Ich habe gar nichts davon abgebaut. So. Und eine Iron Axe. Sticks habe ich ja noch, jawohl. Oh, eins, zwei. Mal kurz die Sticks ready, zack. Einmal die Pickaxe. Und einmal die Axe. So. Hier drei, zack, das kann weg. Dann gehe ich jetzt ganz kurz ein paar Bäume fällen. Weil ich wollte ja Charcoal machen, das habe ich auch angekündigt. Das ist das nächste Ding, was ich machen möchte. Dann muss ich noch weiterhin in die Smeltery bluten. Beziehungsweise Zombies reinbluten lassen. Aber das ist so ein Ding bei Nacht, vielleicht mache ich das gleich nochmal. Da ist der Sinus wieder. Der hat vielleicht irgendwas Admin-Organisatorisches gemacht oder so, weil es besteht ja Aufnahmepflicht. Außer wenn man halt irgendwas Admin-Organisatorisches macht, aber da sind ja nur ein paar wenige Leute berechtigt dazu, kann man sagen. Das sollte schon passen. So. Haben wir den Kram weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich brauche. Ich brauche immer Holz, ja, das ist halt das Ding. Und während das da drüben jetzt gerade brennt, kann ich das ja machen. Das sollte kein Problem sein. Jetzt schreibt er, hey, okay. So, den Baum lasse ich aber stehen, der ist mir zu groß, dass ich den jetzt abbaue. Ich glaube, ich lasse es sogar schon dabei. Das sollte für den Anfang genügen, schätze ich halt mal. Ich baue direkt halt neue Bäume an. Vielleicht wächst dann hier auch mal was. Aber die Chunks waren nicht geladen, seit ich aufgenommen habe. Und das ist, glaube ich, 10 Stunden her oder so. Die Standbilder sind aber immer noch real. Aber das ist verkraftbar momentan noch. Ist nicht so schlimm. So, dann können wir den Kram ganz kurz da... Nee, Quatsch, weißt du was? Geh mal... Ah, ich mach zuerst. Ich bin so hin und her gerissen gerade. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen will. Wir machen zuerst das hier rein. Hier oben rein. Und dann die Kohle unten. 3 Stück brauche ich da für 24. Ich nehme 4 Stück. Ich sage, ich brauche 3 Stück. Ich nehme 4 Stück. Classic Winnicraft so. Schreiben wir mir auch aber nochmal, hey. Hey. Sind hier Endermen unten? Ja, und Skelett auch. Alles klar. Es gönnt sich. Es gönnt sich halt. Und da ist so ein scheiß Blaze. Hat der... Blitzrod. Blitzpowder. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche Blaze Powder. Vielleicht hätten die das auch gedroppt. Wäre cool gewesen auf jeden Fall, aber... Ist auch okay, wenn nicht. Und ich will mir kurz Saphir mitnehmen, weil ich will mir dann Saphir Schwert machen. Weil ich nicht mein Eisen verbrennen will. Praktisch. Oh Gott, das ist eine Kohle. Ich brauche noch irgendwo Saphir. Hier war noch irgendwo Saphir. Ich habe das nämlich schon mal gesehen. Ich hoffe, ihr habt irgendwas wegen den Standbildern in die Kommentare geschrieben, weil ich weiß nicht, woran das liegen kann. Der RAM läuft ja nicht voll, das habe ich schon mal erklärt. So. So, das reicht für ein Schwert für den Anfang. Kann ich wieder rausgehen. Weil ich will nämlich nicht noch ein Eisenschwert machen, weil Eisen ist definitiv wertvoller als das Saphir. Und wie ihr richtig in die Kommentare geschrieben habt, das Saphir ist in etwa gleich gut mit Eisen. Also ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich das nehme. Und ich brauche definitiv mehr Lava, das ist auch so ein Ding. Und ich kann hier mal wieder reinbluten, fällt mir gerade ein. So. Machen wir kurz ein Schwert. Sapphire Sword. Time to strike. Jawohl. Läuft bei mir. So. Machen wir das nochmal weg. Zack. Den Kram können wir auch wegnehmen. Das lasse ich auch mal weg. Zack. Die Feder lasse ich weg. Das lasse ich weg. Das lasse ich weg. Das lasse ich weg. So, perfekt. Dann gehen wir jetzt an die Sache heran, indem wir als nächstes ein bisschen Essen rausnehmen. Ich nehme nicht das Ganze mit, sondern nur ein kleines bisschen, weil es kann sein, dass ich sterbe. Ich hoffe natürlich nicht. Ich habe sehr viel Level, die ich nicht verlieren möchte. Aber es kann sein, dass ich sterbe. Und deswegen gehe ich das Risiko mal lieber nicht an. Ich habe jetzt alle meine Bricks. Ich habe jetzt meinen Sand. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal hier hin und craften das mal so. So, so. So, so. 26 müssen es sein. Da stimmt irgendwas nicht. Ah, ich habe noch die 2 Sand, genau. So. Und dann den Kram so erfüllen. Weil das ist jetzt das Ding für den Coke-Ofen. Da bleibt mir jetzt ein bisschen was übrig. Aber es macht nichts. So, den stellen wir mal einfach hier hin. Das ist nämlich auch ein Multiblock, genau wie die Smelter, wie ich es erklärt habe. Der ist dafür da, dass man Charcoal oder normale Coal in eine Coke macht. Und die ist einfach viel besser als normale Kohle und die braucht gar nichts dafür. Und der stellt nebenbei ein Produkt her, aus dem man Fackeln machen kann. Das heißt, ich verschwende die Kohle auch nicht. Wenn ich Fackeln brauche, kann ich mir die easy noch holen, weil ich eben dieses Produkt daraus bekomme. Das stelle ich mir wieder kurz hier rein, damit ich wieder ein bisschen Damage bekomme. Und nehme mir währenddessen Charcoal. Muss ich das hier abbauen, weil das im Weg steht jetzt. So, das sind schon mal 14 Stück. Da warte ich, glaube ich, noch ganz kurz, bis ich da nochmal ein bisschen mehr rausbekomme. Ich nehme mir so lange Blöcke raus, weil davon werde ich auf jeden Fall jetzt welche brauchen. Ich habe das schon wieder so blöd sortiert. Ich muss mir da erstmal mehr Zeit nehmen. So, ich nehme mal die Koppels mit. Das sollte passen fürs Erste. Die Dinger kann ich noch da lassen. Rüstungstechnisch bin ich eh auch bedient. Ich hätte ganz gerne noch 2 Kohle, sodass ich dann 2 Blöcke habe. Das dauert ewig, bis es da drinnen fertig ist. Also, das dauert wirklich ewig. Und dann haben wir das Ding. Die Smeltery muss ich halt noch reinbluten, wie gesagt. Da wären Tiere effizienter. Habe ich auch schon gesagt vorhin. Muss ich halt schauen. Irgendwie einen Zombie nochmal da reinkriegen oder so, das wäre super. So, dann checken wir das nochmal ganz kurz aus. Lass mich mal, die Kohle, 18 Stück, das ist perfekt. Das sind jetzt nämlich 2 Blöcke.
Und da drin kann man auch direkt Blöcke machen. Und aus zwei Blöcken kann ich meinen Stil schon machen. Huch. Ach, kann man die Blöcke nicht reinmachen, sondern muss man normale Charcoal reinmachen? Bin ich jetzt blöd? Kann man da keine Charcoal reinmachen? Ich habe das doch extra getestet im Singleplayer. Muss das echt mit normaler Kohle sein? Ja, es muss mit normaler Kohle sein. Okay. Pass auf, dann machen wir trotzdem Blöcke draus. Ich dachte, dass das so auch geht. Das ist natürlich jetzt Fail. Ich dachte echt, dass das mit der Charcoal geht. Ich habe das extra ausprobiert nämlich. Muss ein Server-Setting sein. Okay, macht aber nichts. Ich blute nochmal ganz kurz in die Smeltery rein. So, dass ich nochmal meine Leben droppe ein bisschen. Wie viele sind wir denn gerade schon wieder? 55 ml, ja, das wird noch dauern. Ich brauche halt noch ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr Blut. Ein Zombie muss ich noch irgendwie reinbekommen. Jetzt wird es eh wieder Nacht. Aber ich gehe jetzt gerade schon. Also ist egal, weil ich muss jetzt schnell in Nether gehen. Und muss mir dort Netherrack abbauen. Ich brauche nicht mehr als Netherrack. Das ist schon okay. Ah, und ich habe eine Sache auf meiner To-Do-List vergessen aufzuschreiben. Aber das ist kein Problem, ich habe mich nämlich erinnert. Deswegen ist das nicht weiter schlimm. Denn nach dem Nether gehen wir dann direkt weiter in die Farmwelt und holen uns dort schnell irgendwas. Oder machen wir das zuerst? Ne, das machen wir nicht zuerst. Wir machen zuerst den Nether. Weil in der Nacht ist das in Ordnung. So. Dann kann man nämlich hier hingehen und diesen Portalstein auf die Hölle aktivieren. Dann geht man einfach so direkt in den Nether rein. Das ist easy peasy. So, und jetzt sind wir hier. Und was viele andere gemacht haben, das ist zum Beispiel der Wegblock von den Buddies. Die sind dann zu einer Festung gegangen, um sich Blaze Rods zu holen, um sich... Oh, hi, Sinus. Was macht der denn hier? Ich wette, er hat sich erschreckt. Schau mal seine Folge, ob er sich erschreckt hat, wäre lustig. So, ich muss Netherrack abbauen und zwar brauche ich ganz genau... Ihr werdet es eh schon ange... Ich helfe dir, Sinus. Lol. Hold Shift for Details. Lol. Ich habe so einen Helm bekommen. Andrew, what the fuck? Max Health plus 1. Was mache ich damit? Was zum Teufel? What the frick? Was kann ich damit machen, Leute? Schreibt das in die Kommentare. Ich habe leider keinen Plan von Meta Overdrive. Aber das ist mega krass gerade. Okay, und ich brauche 2 Stacks und 52 Netherracks. Das kann etwas dauern, bis ich das hinbekomme. Aber es ist gut, dass ich mir noch die Charcoal gemacht habe, weil dafür brauche ich die dann. Weil jetzt habe ich meine ganze normale Kohle verbraten. Ach nein, ich weiß schon, was ich für einen Fehler gemacht habe. Das werdet ihr sicher in die Kommentare geschrieben haben jetzt. Man kann den Blast Furnace mit Charcoal oder mit Coke Coal betreiben, aber nicht mit normaler. Aber man kann nur aus normaler Kohle Coke Coal machen. So rum ist es nämlich. Ah, jetzt habe ich den Fehler gesehen. Okay. Das war ein dummer Fehler eigentlich, muss man sagen. Keine Ahnung, was Tinus hier macht. Der gönnt sich auch irgendwas. Der baut da was ab oder so. I don't know. Ich werde mir aber den Netherrack gönnen. Brauche jetzt noch fast ein Stack. Dann habe ich das auch erledigt. Der wird sich auch fragen, was geht ab. Aber ich habe in die Konfi schon geschrieben, dass ich diesen Weg gehe, weil alle gerade so suchst du Soul Sand. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich Soul Sand brauche. Ich glaube eigentlich nicht. Ich brauche Nether Bricks und Netherrack, glaube ich. Nee. Ich brauche nur Netherrack. Alles cool. Nö. Hab noch nichts gefunden. Noch gar nichts. So. Und 52 habe ich. Okay, perfekt. Dann hauen wir direkt wieder ab. Ich glaube, ich gehe von hier gleich in die Farmwelt. Das geht ja auch, ne? Oder nee, ich muss zurückgehen. Was ist hier eigentlich los? Aha. Okay, da war der Block oben drauf, der das irgendwie verbuggt hat oder so. I don't know. So, jetzt haben wir halt Nacht. Ich könnte jetzt natürlich versuchen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich versuche jetzt halt gleich die Viecher in die Smeltery zu locken. Das wäre natürlich optimal. Aber ich weiß nie, ob ich da auf der richtigen Seite rausgehe. Das macht mir ein bisschen Sorgen immer. Dass ich dann auf einmal auf der falschen Seite rauskomme und dann muss ich ganz warnen. Ja, genau. Falsche Seite. Ich hab's schon erwartet. Aber es wäre, glaube ich, schlauer gewesen, wenn ich außenrum. Nee, Quatsch. Ich bin so schneller, glaube ich. Ich bin so schneller. Ich muss immer bei diesem Spaceship raus, was da abgestürzt ist. Hier, genau. Und dann einfach immer geradeaus ein bisschen links halten, dann komme ich genau zu meinem Grundstück. Da vorne ist es nämlich. Ich habe mir extra dieses Grundstück ausgesucht, weil es war freier Grundstückwahl für alle Leute. Und ich habe mir extra dieses Grundstück ausgesucht, weil es von der Lage einfach perfekt passt. Muy bien. So. Zombie, kommst du mal her? Ich muss dich in die Smeltery reinschubsen. Während du dich vielleicht auf den Weg machst oder auch nicht. Ich glaube, es leckt. Kann es sein? Leckt es? Nee, es leckt nicht. Jetzt haben wir aber nur keinen Bock auf mich und es gibt gerade irgendwie hier keine Sounds bei dem. Ah, jetzt hat er sich bewegt. Okay, und was ich jetzt machen muss, ich muss den Netherrack schmelzen. Ich brauche 36 Netherracks so. Und den restlichen Kram, den packe ich hier in den Ofen rein. So, legen wir mal noch die eine Kohle hinterher. Das wird dann eh gleich erledigt sein. So, da haben wir noch eine Kohle. Wo habe ich die ganze Charcoal hingetan? Die muss hier irgendwo sein. Genau, ja. So, machen wir mal 8 Kohle hier rein. Und dann noch einen Stack hinterher. Das passt erstmal. Und dann mache ich hier nochmal... Ja, keine Ahnung, wie viel dran. Einfach mal 6, passt schon. Wird schon laufen. So, die Kohle kann ich dann noch austauschen. Scheiß auf die erstmal. Machen wir nochmal Charcoal hinterher. Wird schon funktionieren.
So, dann sollte das erstmal laufen. Jetzt hole ich mir kurz einen Zombie, damit ich den eben... Huch, wo ist er hin? Der ist verschwunden. Ah, da vorne... Nee, Creeper und Skelett ist mir zu heiß. Das mache ich lieber nicht. Ich brauche jetzt irgendein Vieh, was ich da reinlocken kann. Aber ich will jetzt nachts nicht unbedingt in die Farm gehen. Ich könnte schlafen gehen, aber mir wäre es lieber, wenn ich die Smeltfields befeuern könnte. Ich nehme mal die Viecher kurz weg. Vielleicht spawnen in der Zeit hier drüben. Ja, Skelette, okay. Ein Baby-Zombie ist dabei. Ich weiß nicht, was gerade mit den Tieren, mit den Dingen los ist. Ah, die muss man einmal unboxen. Dann sind die wieder flink auf Zack. Kann man sagen. Oh. So, komm rüber hier. Hier, komm her. Komm her. Der will dann nicht her. Der hat da keinen Bock drauf. So, ich will die anderen Zombies da reinlocken, aber. Und jetzt kommt hierher. Rein da. Brav rein da. Kommt rein da. Ihr müsst rein hier. Jawohl, so ist gut. Schön bluten. Jawohl, so ist gut. Nein, 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 reinkommen, reinkommen. Ihr müsst schon reinkommen, Leute. So spielt das nicht. Ihr müsst hier reinkommen. Ich glaube, es sind zu viele, die sind zu dick. Ja, ja, jetzt sieht's gut aus, jetzt sieht's gut aus. Nein, 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 drin bleiben, drin bleiben, drin bleiben. Komm zurück. Schön zurückkommen. Jawohl, brav. Schön zurückkommen. Das sieht gut aus, ja. Die bluten da sehr viel rein. Das sieht sehr gut aus. So, wie steht's? Warte mal, kann ich nachschauen. 705, das ist sehr gut. Ich glaube, wir kriegen da genug raus. Ich kann vielleicht sogar mehr rausholen und dann mit den anderen Leuten handeln, weil die wollen ja alle das Blut haben, natürlich. So, jetzt kann ich die kurz aussperren. Dann sind die mal safe drinnen und tot. Das ist sehr gut. Leute, es läuft perfekt. Ich glaube, der müsste auch gleich tot sein. Ja, der dauert noch. Dann kann ich die anderen wieder reinlassen mal. Schauen wir mal. Vielleicht kommen die ja hier rein. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und der letzte auch noch. Perfekt. Jetzt können wir die da einfach ausbluten lassen und ich muss mich nicht mehr drum kümmern. I mind my own business now. Das ist sehr schön. Das ist perfekt einfach. Die werden jetzt alle einfach verbrennen. Drinnen in der Smeltery. Richtig brutal einfach eigentlich. Aber da kannst du halt nichts machen, ne? So, und hier kriege ich die Netherbricks raus und daraus mache ich mir eben die Netherbricks für das Ding, für den Blast Furnace. Den schaffe ich die Folge wahrscheinlich nicht mehr. Aber mir fehlt nur noch eines und das sind Blaze Rods. Und die werde ich mir in der Farmwelt holen, die schon... Ach du Scheiße, schau euch das an, wie viel Blut da drinnen ist jetzt. Das ist natürlich mega krass. Ja, ja, du wirst erstmal noch sterben, ne? Ja, ja. Und tot. Und tot, habe ich gesagt. Stirb. Jawohl, sehr gut. So, da haben wir auf jeden Fall genug Blut für alle unsere Vorhaben. Das ist sehr gut gerade gewesen. Das ist wirklich, wirklich sehr gut gewesen. Muss ich echt zugeben. Hätte ich nicht erwartet, dass das so gut funktioniert direkt. Aber wir haben es hinbekommen. So, den Netherrack lasse ich da, den brauche ich nämlich. Und ich weiß nicht, bin jetzt bei 18 Minuten. Ich glaube, ich schaffe das in der Folge nicht mehr, das fertig zu machen. Deswegen kümmere ich mich vielleicht um das Blut hier einfach. Das wäre, glaube ich, die elegantere Lösung. Die schnellere Lösung vor allem auch. So, ich mache die Vorlage hier raus. Dann kann ich das doppelt begießen nämlich die ganze Zeit. Dann nehme ich beide gleich raus und mache das nochmal. Aber ich habe genug Slimeballs jetzt, das reicht auf jeden Fall. Das heißt, nächste Folge haben wir das dann fertig und dann können wir Stahl herstellen. Dann können wir einfach Stahl herstellen, Leute. Wir sind gemachte Männer, wir können einfach Stahl herstellen. Und dieses Blut, ich glaube, das ist die beste Idee, die ich hatte. Ich glaube, kein einziger in dem Projekt hat das sonst gecheckt, dass man das machen kann. Dass es mit den Slimeballs so funktioniert. Ich habe mich extra eingelesen, wie komme ich am schnellsten auf Stahl. Habe so viel Rumprobleme im Singleplayer. Und es hat echt funktioniert. Das freut mich natürlich mega. So, da können wir noch ein bisschen was rausgießen. Da kriegen wir so viel raus. Wir können die Slimebälle einfach verkaufen. Ich werde die gegen Deers traden mit irgendwem anderen, glaube ich. Oh. Die sind jetzt beide nicht voll. Ich hasse das, wenn das passiert, weil jetzt kann ich nichts mehr damit machen. Jetzt muss ich es einfach abbauen und dann ist es weg. Aber das ist schon okay. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt, satte, 18 Stück. Wir brauchen nur 9. Das heißt, wir können ein komplettes Set wegtraden. Wir haben für eine andere Person ein komplettes Stahlset. Also praktisch, dass sie alles haben, um Stahl herzustellen. Und das ist verdammt viel wert. Da verlange ich auf jeden Fall ein paar Deers. Das wird ein gutes Geschäft, Leute. Das habe ich so im Gefühl. So. Dann gehst du jetzt bitte nochmal kurz baden. Störst mich nämlich. Dann gehe ich eben schlafen. Damit der Zinus Tag hat. Ich weiß nicht, ob er Tag braucht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben Essen geholt. Wir haben die Smeltery geblutet. Wir brauchen nur noch Blaze Rods. Und die habe ich eben auch schon im Plan. Und das Zeug hier muss noch fertig braten. Dann ist alles super. Und ich habe irgendwo noch Seared Bricks. Genau. Perfekt. Dann kann ich die Smeltery jetzt nämlich auch noch aufrüsten. Was? Ich crafte einfach Smeltery Controller. Why the hell would I do this? Aber es gibt doch einen Uncraft. Holy shit. Hä? Was hat der gezischt? Da ist kein Creeper. Willst du mich komplett verarschen? Kann man das nicht irgendwie uncraften? Uncrafting. Es gibt einen Uncrafting Table. Den muss ich aus dem Twilight Forest holen. Das heißt, ich hebe mir das Zeug wahrscheinlich auf. Okay, super gemacht.
Da gehen nochmal die Props raus an mich. Perfekte Folge gehabt, dann am Ende nochmal schön reingeschissen. Ich hoffe, dass bis nächstes Mal dieses Zeug hier fertig ist, dass es funktioniert und nicht so verbuggt ist wie sonst. Also wie es beim vorherigen Mal war. Ich glaube, dass es funktionieren wird. Ich hoffe es einfach sehr. Und dann sind wir eigentlich ready. Ich logge mich aus. Bin wieder bei 20 Minuten. Solides Folgentiming habe ich. Und ich glaube, ich gehe jetzt duschen, weil... Nein, eigentlich... Ich muss mich nur abtrocknen. Ich habe gerade so geduscht vom Gefühl her. Und seht ihr denn meine Hautfarbe? Das ist so... Ich muss mich mehr in die Sonne legen. Ich muss die Zeit dafür finden. Aber naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch wie gesagt gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Minecraft Novus in einer Folge mit einer anderen Person, hoffentlich, mit der ich handeln kann. Ich werde mal in der Konfi nachfragen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.